Na, ihr Käsekroketten, wie geht's euch heute? Mein Name ist Monique und heute gibt es wieder ein Murder Mystery und Make-up Special. Falls du neu bist, jeden Montag und Donnerstag sitze ich hier, erzähle von einem wahren Verbrechen und mache dabei mein Make-up, um mich von diesen Fällen etwas zu distanzieren. Also, falls du interessiert bist an wahren Verbrechen und vielleicht auch an Make-up, abonniere gerne meinen Kanal, ich bin jeden Montag und Donnerstag für dich da. Der heutige Fall wurde mir von Claudi vorgeschlagen. Ich bin so die Liste mit euren ganzen Vorschlägen durchgegangen und habe so ein bisschen sondiert. Wir hatten jetzt gerade so Gift und eine Männermörderin und Kinder, die töten und vermisst hatten wir auch. Und dann bin ich auf diese zwei Damen gestoßen und die sind nun mal was ganz anderes. Ich werde aber alle eure gut zu recherchierenden vorgeschlagenen Geschichten behandeln, aber ich möchte so eine gewisse Abwechslung mit hineinbringen, also wundert euch bitte nicht, in welcher Reihenfolge diese Fälle denn auftauchen. Und schlagt mir gerne weiterhin alle Fälle vor, die euch interessieren. Je länger die Liste, umso mehr haben wir alle davon. Naja, und beim Recherchieren von diesem Fall ist mir mittendrin aufgefallen, den kranken Mist, den kennst du. Ein kleinen Ausschnitt, aber du hast das gesehen. Und dann war ich habe es nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Ich saß da wie eine Irre. Und ja, heute sprechen wir über die Eriksson-Zwillingsschwestern aus Schweden. Ursula und Sabrina Eriksson wurden am 3. November 1976 in Schweden geboren. Sie wuchsen in Sannen. Ich pack's wieder rein. Die beiden hatten zwei ältere Geschwister, einmal Mona und Björn. Sie gehörten eher zur Unterschicht, also wuchsen schon in eher ärmlichen Verhältnissen auf. Weshalb wohl besonders die beiden Jüngeren, Ursula und Sabrina, von den anderen Kindern gehänselt wurden. Im Jahr 2003 zogen die beiden aus Schweden weg. Und wie man jetzt vermuten würde, würde man denken, die würden ziemlich nah aneinander wohnen. Aber nein. Überraschenderweise zog Ursula in die USA und Sabrina zog nach Irland. Sie haben sich also einmal komplett entwurzelt, einmal voneinander, aber auch von ihrer Heimat. Leider ist über die Kindheit der beiden nicht sonderlich viel bekannt, außer halt, dass sie gehänselt wurden und sonst aber eher unauffällig waren. Also es gab kein Drogenproblem und auch kein Alkoholproblem. Sabrina lernte in Irland einen Mann kennen, sie verliebten sich und mit ihm bekamen sie zwei Kinder. Sie schien ziemlich glücklich in Irland gewesen zu sein. Erst 5 Jahre später schienen die beiden sich dann wieder gesehen zu haben. Wobei ich davon ausgehe, dass sie ihn ziemlich eng Kontakt hielten, besonders als Zwillingsschwestern. Am 16. Mai 2008, also wir befinden uns die meiste Zeit im Jahr 2008, flog Ursula aus den USA zu ihrer Schwester nach Irland. Und wieso auch immer, die beiden Schwestern verließen heimlich Sabrinas Haus in Irland. Sie wollten über Liverpool nach London reisen. Sie übersetzten wahrscheinlich mit der Fähre nach Liverpool von Irland. Um 8.30 Uhr kamen sie in Liverpool an und gingen dort sofort zur Polizeistation in der St. Anne-Straße. Sabrina hatte wohl Bedenken geäußert über die Sicherheit ihrer Kinder, also ob es denen gut geht. Und die Polizei vor Ort war ein bisschen verwirrt, warum sie denn zu ihnen kam und nicht zum Beispiel in Dublin zur Polizei ging. Sie riefen dann in Dublin bei ihren Kollegen an und erfuhren dort, dass Sabrina sich am Vorabend mit ihrem Lebensgefährten, ich glaube, sie war nicht verheiratet, dass sie sich mit ihrem Lebensgefährten gestritten hatte. Und nun machte sie sich Sorgen, dass er ihren Kindern etwas antun könnte, ist aber abgehauen und hat die Kinder mit ihm allein gelassen. I don't get it. In manchen Köpfen steckt man nicht drin, keine Ahnung. 3 Stunden später, also gegen 11.30 Uhr, stiegen die zwei Schwestern in einen Reisebus Richtung London. Während der Busfahrt verhielten sie sich merkwürdig. Sie klammerten sich regelrecht an ihren Taschen fest, also sie hielten sie richtig eng umschlungen. Und der Busfahrer bekam ein eher mulmiges Gefühl. Die beiden fühlten sich wohl so unwohl, dass sie sogar den Busfahrer nach nur 90 Kilometern fragten, ob er einen außerplanmäßigen Halt einlegen könnte. Er hielt an einer Tankstelle in Kiel und bis London waren es noch so ungefähr 260, 270 Kilometer. Sie versuchten wohl nach einem kurzen Halt wieder in den Bus einzusteigen, aber der Busfahrer, der hatte ja nun so ein komisches Gefühl und er dachte, sie würden vielleicht irgendwas schmuggeln oder hätten Drogen dabei, weshalb sie halt ihre Taschen so festklammerten. Und er wollte zuerst in ihre Taschen gucken. Das haben sie aber nicht zugelassen, auf gar keinen Fall, das wollten sie nicht. Und so fuhr der Bus ohne Sabrina und Ursula weg. Die beiden befanden sich nun also zurückgelassen an einer Tankstelle in Kiel. Die beiden Frauen fühlten sich wohl beobachtet, denn sie drehten sich immer wieder um und tuschelten miteinander. Was sie ursprünglich in London vorhatten, ich weiß es nicht, keine Ahnung und vielleicht wussten sie es selbst nicht.
An dieser Tankstelle fand sie auch dieser Tankstellenbetreiber etwas verdächtig. Und ich weiß nicht genau, aber ich glaube, er wurde auch von diesem Busfahrer informiert. Die verhalten sich ein bisschen komisch, habt da mal ein Auge drauf. Und er teilte halt diese Bedenken und er informierte die Polizei. Und die Polizei, die kam tatsächlich und sprach mit Ursula und Sabrina. Aber sie fanden sie für nicht besonders verdächtig. Das waren halt zwei Frauen, die halten ihre Tasche fest. Meine Güte, sie ließen sie also einfach gehen. Die Schwestern gingen zuerst um diese Tankstelle herum auf einen Parkplatz und drehten sich immer wieder um und tuschelten wieder. Sie fühlten sich offensichtlich von irgendjemandem verfolgt, obwohl man niemand anderes sehen konnte. Dann machten sie sich auf den Weg zur Autobahn M6. Dort stiegen sie über die Absperrung und liefen über eine Fahrbahn, um auf den Mittelstreifen zu kommen. Dabei wurde Sabrina wohl von einem Seat Leon gestreift und trug mittlere bis leichte Verletzungen davon. Aber es hielt sie nicht davon ab, weiterzugehen und man sah sie irgendwie auch überhaupt nicht an. Durch die gute Streckenüberwachung, also mit Überwachungskameras auf der Autobahn, entdeckte man die beiden Frauen auf diesem Mittelstreifen ziemlich schnell und es wurden sofort zwei Einsatzwagen dorthin geschickt. Eins der Einsatzteams wurde von einem Kamerateam begleitet für so eine Verkehrspolizei, Highway Patrol, Highway Cops, weiß ich nicht, Sendung. Die wurden halt begleitet. Die Polizei hielt bei den Frauen an und brachte sie sicher auf den Seitenstreifen. Dort fingen sie an, sie zu befragen, doch so schnell konnte man gar nicht gucken und ehe man es begreifen konnte, lief Ursula auf die Straße und sie wollte sich offensichtlich von einem LKW überfahren lassen. Ein Beamter versuchte sie noch zu packen, also der hat blitzschnell reagiert, konnte aber nur ihre geöffnete Jacke zu fassen bekommen, aus der sie sich halt einfach rausschälte und auf die Autobahn lief. Der andere Beamte, der da noch beistand, der hat das überhaupt nicht geschnallt, das ging alles so schnell, der hat es noch nicht mal gemerkt, der guckte noch in die andere Richtung und sie war schon zwischen den Autos. Sie lief schnurstracks auf diese Straße und von rechts kam ein LKW und von dem wollte sie sich offensichtlich erfassen lassen. Sie verfehlte ihn aber, Gott sei Dank. Sie lief dann quasi gegen den LKW und wurde so unter die Räder gezogen. Kaum war Ursula nun von diesem LKW erfasst worden, rannte Sabrina ihrer Schwester hinterher. Nicht unbedingt, um ihr zu helfen, sondern eher, um ihrem Plan zu folgen. Die Beamten vor Ort, die haben überhaupt nicht verstanden, was da gerade vorgeht und es ging alles so blitzschnell. Es ist unglaublich. Sabrina wurde von einem VW Polo erfasst und alle Autos da waren ungefähr mit 90 Sachen unterwegs. Die armen Autofahrer, ich glaube, das kriegst du gar nicht aus dem Kopf. Klar, sind die überhaupt nicht dafür verantwortlich. Aber wenn hier ein Mensch vors Auto läuft, Horror. Einfach Horror. Ursula, die den LKW erwischt hatte, war bewegungsunfähig, da sie ja von diesem LKW überrollt wurde. Und dieser LKW hatte ihr die Beine zerquetscht. Sabrina, die sich vor den VW Polo geworfen hatte, verlor für ungefähr 15 Minuten das Bewusstsein. Ich blende ja sonst immer die Fotos ein, aber so viele Fotos gibt es nicht und ich kann auch nicht entscheiden, wer ist. Es sind Zwillingsschwestern. Die Polizei sperrte so gut es ging diesen Autobahnabschnitt und versuchte sich um die zwei Frauen so gut es ging zu kümmern, bis die Sanitäter eintrafen. Ursula, die vom LKW erfasst wurde, widersetzte sich der Hilfeleistung. Sie bespuckte die Sanitäter, kratzte und schrie um Hilfe. Sie sagte zu dem einen Helfer, ich erkenne dich. Ich weiß, dass du nicht real bist. Zu dieser Zeit kam Sabrina dann langsam wieder zu sich und sie schrie zu ihrer Schwester, sie wollen dir deine Organe stehlen. Ich weiß ja nicht, ob das in England so ist. Ich glaube nicht, aber Sabrina, die für 15 Minuten ausgenockt war, versuchte aufzustehen, was die Sanitäter und die Polizisten natürlich ein bisschen perplexte. Immerhin wurde sie gerade erst von einem Auto erfasst und jetzt versuchte sie, sich aufzurappeln und wegzulaufen. Ich meine, jede Bewegung hätte auch ihre letzte sein können. Man wusste ja noch gar nicht, wie schwer sie jetzt tatsächlich verletzt war. Man versuchte sie auch zum Liegenbleiben zu überreden, aber es gab keine Chance bei dieser Frau. Sie konnten sie einfach nicht davon abhalten. Sabrina rief um Hilfe und sie schrie nach der Polizei, obwohl die ja schon längst vor Ort war, aber sie nahm sie nicht als diese wahr. Ein Beamter versuchte sie aufzuhalten, weil sie über die Absperrung auf die andere Seite von der Autobahn klettern wollte und dem verpasste sie eine Ohrfeige. Vielleicht hatte sie versucht, da hinüberzukommen, um sich nochmal überfahren zu lassen. Irgendwie schafften es dann die Sanitäter, aber auch die Beamten vor Ort,
sie festzuhalten, in den Rettungswagen zu setzen und sie dort mit Handschellen zu fixieren. Es gibt davon ein Video. Ich möchte euch das hier nicht zeigen, aber ich möchte es euch auch nicht vorenthalten. Es wird der erste Link unten in der Videobeschreibung unter den Quellen sein. Ihr könnt es euch angucken, aber das ist nichts für schwache Nerven. Also das zu hören oder das zu lesen, das ist eine ganz andere Qualität, als sich das tatsächlich anzugucken. Ich habe es mir angeguckt. Ja, und ich glaube, ich hätte lieber darauf verzichtet. Also aber das Video, ich verlinke euch das. Ihr könnt es euch angucken. Okay, da die zwei Schwestern so identisch reagiert hatten, vermutete die Polizei, dass sie entweder unter Drogeneinfluss standen oder einen Selbstmordpakt geschlossen hatten. Die zwei wurden nun erstmal ins Krankenhaus gebracht. Sabrina, die von diesem VW Polo erfasst wurde, beruhigte sich in kürzester Zeit, als sie im Krankenhaus war. Sie schien sich wenig Sorgen um ihre eigenen Verletzungen zu machen, aber auch um ihre Schwester schien sie sich keine großen Sorgen zu machen, was auf verschiedenen Ebenen merkwürdig ist. Einerseits war sie sehr schwer verletzt, ihre Schwester, und zum anderen sind sie auch Zwillingsschwestern. Ich dachte immer, das Band wäre noch ein bisschen intensiver. Was auch ein bisschen merkwürdig ist, dass das niemanden irgendwie wirklich störte oder sauer aufstieß. Also die meisten machten sich da irgendwie nicht so richtig Gedanken zu oder es wurde halt dementsprechend nichts unternommen. Man machte bei den beiden eine toxikologische Untersuchung, aber man konnte weder Alkohol noch irgendwelche Drogen in ihrem Blutkreislauf feststellen. Sabrina, die mit dem VW Polo, wurde nach nur 5 Stunden aus dem Krankenhaus entlassen und der Polizei übergeben. Suizidgefährdete werden hier eigentlich nicht einfach gehen gelassen oder in die Obhut übergeben. Die werden eigentlich in eine psychiatrische Anstalt eingeliefert, weil sie halt selbstgefährdend sind. Ich hatte in einem Bericht gelesen, dass es aber in England identisch ist und man sie eigentlich in eine psychiatrische Klinik hätte einweisen müssen. Das ist nicht passiert. Man nahm sie mit zur Polizei. Ursula, die vom LKW erfasst wurde, hatte natürlich sehr schlimme, starke Verletzungen. Also ihre Beine waren ja zerschmettert. Sie blieb noch im Krankenhaus. Auf der Polizeiwache verhielt sich Sabrina sehr ruhig und gefasst. Nicht wie jemand, der gerade versucht hatte, sich umzubringen oder der von einem Auto erfasst wurde. Sie sagte ganz ruhig zu einem Polizisten, wir sagen in Schweden, ein Unfall kommt selten allein. Normalerweise folgt mindestens ein weiterer oder zwei. Wir kennen das ja auch, wir sagen ja auch, ein Unglück kommt selten allein. Oder wenn scheiße, dann scheiße mit Schwung. Sie wirkte auf die Polizisten vor Ort sehr gefasst und eher unbeteiligt, als wäre ihr das gar nicht passiert und als wäre das nicht ihre Schwester, die noch im Krankenhaus mit ihren schweren Verletzungen liegen würde. Oder dass sie halt gar nicht weiß, was da eigentlich passiert ist. Sabrina wurde angeklagt, aber bereits am 19. Mai 2008 freigelassen. Sie bekannte sich schuldig dafür, auf die Autobahn gelaufen zu sein, damit gegen das Gesetz verstoßen hätte, dass sie einen Unfall provoziert hätte und auch dafür, dass sie diesen Polizeibeamten geschlagen hat. Dafür bekannte sie sich schuldig und wurde mit einem Tag Haft bestraft. Und da sie die Nacht ja schon auf der Wache verbracht hatte, wurde das als ihre Haftzeit angerechnet. Und man ließ sie einfach wieder gehen. Eine vollständige psychologische Untersuchung wurde bei ihr nicht durchgeführt. Ob das so eine gute Idee war? Natürlich nicht. Sie verließ dieses Gerichtsgebäude mit ihren Habseligkeiten in einer Tasche und in einem Plastikbeutel, den sie von der Polizei bekommen hatte. Sie war auf der Suche nach ihrer Schwester, die ja noch im Krankenhaus war. Wahrscheinlich wusste sie aber gar nicht, in welchem Krankenhaus ihre Schwester untergebracht wurde. Und sie lief so ein bisschen orientierungslos und planlos durch die Straßen. Kurz danach, gegen 19 Uhr, entdeckten sie zwei Männer, wie sie orientierungslos einfach auf dem Bürgersteig stand. Die zwei Männer kamen gerade aus einem Lokal, wo sie was getrunken hatten und sich halt unterhalten haben. Und nun waren sie gerade mit dem Hund auf dem Weg nach Hause. Glenn Hollinshead war 54 Jahre alt, er war selbstständiger Schweißer, hatte eine Sanitätsausbildung und war früher bei der königlichen Luftwaffe. Sein Freund Peter Molly war der andere Mann. Über den weiß ich nicht so viel, aber der hat leider auch keine Hauptrolle. Oder zum Glück. Die beiden Männer sprachen Sabrina an, eine hilflos wirkende Frau. Sie gingen mit ihrem Hund über die Straße auf sie zu und fragten halt, ob sie irgendwie Hilfe bräuchte. Und die drei kamen so ins Gespräch. Sabrina streichelte Glenns Hund. Sie wirkte sehr freundlich und fragte die beiden nach einer Unterkunft. Wissen Sie vielleicht, wo hier ein Bed and Breakfast oder ein Motel ist? Glenn hatte Mitleid mit ihr.
Er war ein sehr hilfsbereiter und freundlicher Mann. Jemandem zu helfen gab ihm immer mehr als das, was es ihm hätte nehmen können. Es machte ihm einfach glücklich, jemandem zu helfen. Sabrina sagte noch, dass sie auf der Suche nach ihrer Schwester war, die sich halt irgendwo in irgendeinem Krankenhaus befinden würde. Da es in dieser Nähe aber keine Unterkunftsmöglichkeiten gab, bot Glenn Sabrina an, dass sie bei ihm sich ausruhen könnte und von dort aus auch die Krankenhäuser abtelefonieren könnte. Tatsächlich nahm Sabrina das Angebot dankend an. Sie gingen zu dritt zu Glenn nach Hause. Peter, der Freund von Glenn, trug diesen Plastikbüdel von Sabrina. Da drin fand sich ihre rote Strickjacke, die sie auf der Autobahn anhatte, ein Pass und mehrere Mobiltelefone. Ach so, falls ich das vorhin vergessen habe. Die Polizei durchsuchte natürlich auch ihre Handtaschen und Habseligkeiten, also von Sabrina und Ursula. Aber in ihren Taschen, die sie so festgeklammert hatte, fanden sie weder Drogen noch Hehlerware. Sie fanden da drin nur einen Pass und mehrere Mobiltelefone. Also da war überhaupt nichts Verdächtiges drin. Bei Glenn zu Hause tranken sie etwas und da fing Sabrina an, sich wieder merkwürdig zu verhalten. Sie stand immer wieder vom Tisch auf, ging zum Fenster, schaute aus dem Fenster, setzte sich wieder hin, wurde wieder nervös, stand auf, ging zum Fenster, schaute hinaus, setzte sich wieder hin. Sie bot Peter und Glenn auch eine Zigarette von sich an, nur um sie ihnen dann aus dem Mund zu nehmen und zu sagen, die könnten vergiftet sein. Nein, sie selbst rauchte diese Zigarette aber. Peter, der Freund von Glenn, vermutete, dass Sabrina vielleicht auf der Flucht vor einem gewalttätigen Partner war und deshalb vielleicht so ängstlich und paranoid wirkte. Von ihren Verletzungen, die sie ja bei dem Unfall hätte erleiden müssen, bemerkten sie gar nichts. Sie bewegte sich nicht komisch und zeigte auch keine Spur von irgendwelchen Schmerzen. Peter verließ gegen Mitternacht das Haus von Glenn und ließ die beiden nun alleine zurück. Am nächsten Tag, den 20. Mai 2008, rief Glenn bei einigen Krankenhäusern an. Er rief aber auch seinen Bruder an und bat ihn darum, ihm dabei zu helfen, also dass er die einen Krankenhäuser anruft und Glenn halt die anderen. Am Abend kochten die beiden dann noch zusammen ein Abendessen und gegen 19.40 Uhr ging Glenn raus, um einen Nachbarn um ein paar Teebeutel zu bitten. Der Nachbar war gerade dabei, sein Auto zu waschen und er sagte, sobald ich hier fertig bin, bringe ich dir ein paar Teebeutel rüber. Kaum war Glenn im Haus verschwunden, spätestens eine Minute später stolperte er wieder aus seinem Haus und rief zu seinem Nachbarn, sie hat mich erstochen. Sabrina hatte 5-mal mit einem Küchenmesser auf Glenn eingestochen. Er war nur ganz kurz aus dem Haus draußen, kam wieder und sie hat ihn eiskalt erstochen. Glenn verstarb sehr schnell an seinen Stichverletzungen. Die Nachbarn riefen sofort die Polizei und einen Rettungswagen, aber in der Zeit floh Sabrina schon vom Tatort. Sie hatte sich noch einen Hammer geschnappt, mit dem lief sie durch die Straße und haute sich mit diesem Gummihammer immer wieder auf den Kopf. Ein vorbeifahrender Autofahrer sah das, hielt an und wollte ihr halt helfen, weil die Frau hatte offensichtlich eine gewaltige Klatsche. Ich meine natürlich ein gewaltiges Problem. Wenn er versuchte, ihr irgendwie diesen Hammer zu entreißen, damit sie sich nicht mehr selbst verletzen konnte, schlug sie ihm mit einem Dachziegel auf den Kopf. Sie hatte wann und warum auch immer irgendwann einen Dachziegel aufgehoben und ihn in ihre Tasche gepackt. Den holte sie jetzt raus und schlug ihm diesen Dachziegel einfach über den Schädel. Alarmierte Sanitäter bekamen das auch so ein bisschen mit und sie versuchten, Sabrina einzufangen. Aber Sabrina war bereits wieder auf der Flucht. Sie verfolgten sie zwar, aber sie konnten einfach nicht so schnell zu ihr gelangen. Die Flucht endete allerdings auf einer Brücke der A50. Sabrina sprang von einer 12 Meter hohen Brücke auf die darunterliegende A50. Sie überlebte diesen Sprung. Sie überlebte schon wieder. Sie brach sich nur 2 Knöchel und sie hatte auch einen Schädelbasisbruch, was natürlich nicht so easy peasy ist, aber 12 Meter, das ist verdammt hoch. Am 20. Mai 2008 ist Sabrina von dieser Brücke gesprungen. Am 6. Juni 2008 wurde sie dann in einem Rollstuhl aus dem Krankenhaus entlassen und direkt von der Polizei in Gewahrsam genommen. Ursula, ihre Schwester, die vom LKW erfasst wurde, wurde ebenfalls im September aus dem Krankenhaus entlassen. 4 Monate musste sie im Krankenhaus genesen. Danach wurde sie erstmal nach Schweden überführt, um dort weiter behandelt zu werden und von da aus ging sie wieder in die USA. Der Prozess gegen Sabrina sollte im Februar 2009 stattfinden. Der musste aber verschoben werden, weil man die Krankenakten von ihr aus Schweden einfach nicht heranbekam. Am 2. September 2009, also um ein Jahr später, fing der Prozess dann endlich an. Sie befand sich für Totschlag mit verminderter Schuldfähigkeit für schuldig. Sie beantwortete während jeglicher Befragung, ob nun durch die Polizei oder vor Gericht, keine Fragen. Sie sagte einfach nur,
Kein Kommentar. Was das alles hier ein bisschen schwieriger macht. Da habe ich lieber ein paar Plaudertäschchen, aber ja. Wir sind ja hier nicht bei Wünsch dir was, außer für euch, ihr dürft euch was wünschen. Egal. Okay, zurück zum Thema. Das unten verlinkte Video von der M6, wo die zwei rübergelaufen sind, wurde nicht als Beweismittel vorgebracht. Sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft hielten sie nämlich zum Tatzeitpunkt für wahnsinnig verrückt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, unzurechnungsfähig. Sie habe an Folie à deux gelitten, einer geteilten Wahnvorstellung. Das ist eine Psychose, die quasi ansteckend ist. Im Zusammenhang mit ihrer Schwester oder in der Verbindung zu ihrer Schwester hatten sie eine geteilte Wahrnehmungsstörung. Was für einen echt schwer vorzustellen ist. Also so geht es mir dabei. Es ist echt crazy. Eine geteilte Wahnvorstellung. Ich habe noch nie vorher davon gehört. Es ist echt interessant, dass es sowas gibt. Aber auch erschreckend. Aber interessant, oder? Schon damals in Schweden sei das passiert, also das erzählte Björn, der ältere Bruder von den beiden. Weshalb die Schwestern sich dann angeblich halt auch dafür entschieden haben, so weit voneinander wegzuziehen. Man akzeptierte ihr Plädoyer und verurteilte sie ein weiteres Jahr später, am 2. September 2010, zu 5 Jahren Haft wegen dieser verminderten Schuldfähigkeit durch diese Psychose. Sie wurde ins Bronzefield Frauengefängnis überstellt. Im Gefängnis fand auch sie ihren Glauben zu Gott und trat dem Christentum bei. Natürlich war diese Haftstrafe weder für die Öffentlichkeit noch für Glenns Familie irgendwie befriedigend oder einleuchtend. Der Richter wandte sich auch an die Betroffenen und erklärte, dass Sabrina zu diesem Zeitpunkt nicht schuldfähig war. Er verglich das mit einem tollwütigen Hund, den man ja auch für seine Tat nicht zur Verantwortung ziehen könnte. Er verstünde aber ihren Schmerz und ihre Unzufriedenheit. Gut, das bringt ihn Glenn nun auch nicht wieder zurück. Glenns Bruder Gary, der ihm helfen sollte, die Krankenhäuser abzutelefonieren, stellte das Strafjustizsystem in Frage. Wenn eine so auffällige Person einfach freigelassen wird, man ihre psychologische Störung, ihre Psychose oder auch ihre Selbstgefährdung nicht wahrnimmt und diese Person dazu fähig ist, 5-mal auf einen Menschen einzustechen und dann nicht mal dementsprechend verurteilt wird, da hat er dann das Vertrauen in das Strafjustizsystem verloren. Da Sabrina bereits 439 Tage in Untersuchungshaft abgesessen hatte, konnte sie bereits im Jahr 2011 einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen. Das wurde ihr offensichtlich auch gewährt und sie ging danach nach Schweden. Sie beantwortete nie, warum die beiden nach England gefahren sind, warum sie unbedingt nach London wollten, was genau der Auslöser auf der A6 war, warum sie da gelaufen sind. Und sie erklärte auch nie, warum sie Glenn erschossen hatte. Vielleicht war ein Grund, dass sie sich einfach nicht daran erinnerte. Ursula und Sabrina hielten auch Kontakt, als Sabrina im Gefängnis war. Doch wie das jetzt aussieht, ich habe keinen blassen Schimmer. Der letzte Stand, den ich finden konnte, war, dass Ursula zurück in die Vereinigten Staaten gezogen ist und dort halt noch leben würde. Und dass Sabrina zurück nach Schweden gegangen ist und dort halt jetzt lebt. Ich weiß nicht, was mit ihrem Partner und ihren 2 Kindern ist. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum sie in Mallow, in Irland, da wo sie halt wohnte, warum sie nicht da zur Polizei gegangen ist. Warum sind sie erst nach England und nicht schon in Irland zur Polizei? War ihr Partner vielleicht bei der Polizei und deshalb ist sie da nicht hingegangen? Ich konnte dazu nichts finden. Eigentlich mag ich es ja nicht, eine Geschichte mit so vielen offenen Fragen zu beenden, aber ich habe leider nichts Bestätigtes dazu gefunden. Ich habe tief gegraben, ich war bis zu den Schultern im Mist, aber leider nichts. Dass die beiden nachträglich irgendwie scheinbar keine Aussage gemacht haben oder zu nichts irgendwie Stellung nahmen, könnte natürlich auch sehr gut dafür sprechen, dass sie halt diese geteilte Wahnvorstellung hatten, dass sie sich vielleicht auch an manche Sachen gar nicht mehr erinnern konnten. Sie zeigten ja nun auch überhaupt gar keinen Geltungsdrang für ihre Taten, wie es ja oft sonst so der Fall ist. Natürlich ist es auch erschreckend, dass diese 2 Frauen da draußen frei rumlaufen, unbehandelt und halt immer noch die Gefahr besteht, dass wenn sie engeren Kontakt haben oder sich wiedersehen, dass diese geteilte Psychose wieder ausgelöst wird. Und auch hier ist wieder diese Fahrlässigkeit der Behörden. Weder das Krankenhauspersonal noch die Beamten hielten eine psychologische Betreuung für nötig. Wäre das geschehen, hätte Glenn nicht sterben müssen. Auch wenn Björn, der ältere Bruder von Sabrina und Ursula, meinte, dass diese Psychose wohl schon mal vorgekommen ist, kann ich in diesem Fall den beiden Frauen nicht so die Schuld geben. Auch wenn das erschreckend und sehr schwer zu verstehen ist. Menschen mit einer Psychose und vor allem in dieser Qualität, wie es bei den beiden der Fall war, in diesem geteilten Wahn, da kann ich mich nicht hinstellen und sagen, ab mit ihrem Kopf, das geht nicht.
also klar, köpfen ist eh nicht mehr, ne, zeitgemäß und so, aber ich fühle das auch nicht. Also für Glenn tut es mir unheimlich leid. Er hätte nicht sterben müssen, hätte man sich halt richtig gekümmert. Und ich kann auch total nachempfinden, dass Gary von dem Strafjustizsystem in England total enttäuscht ist. Tja, und was nehmen wir nun aus diesem Fall mit? Ich will jetzt nicht sagen, helft keinen verwirrten Menschen, das wäre auch nicht richtig. Aber bitte nehmt sie nicht mit nach Hause. Es gibt verschiedene Arten, eure Hilfe anzubieten und das fände ich auch schön, wenn man das macht, wenn man jemanden sieht. Nachfragen, vielleicht auch eine Fahrt ins Krankenhaus organisieren oder halt einen Rettungswagen rufen oder ich weiß es nicht, aber nehmt sie nicht mit nach Hause. Das kann nämlich ganz schön gefährlich werden. Und ich will nicht, dass ihr euch in Gefahr bringt. Ganz genau. Das ist der Look mit meinen Wuschelhaaren. Ich habe mich für goldrot entschieden. Ich wollte so ein bisschen gelbrot, aber ich habe kein richtiges mattes Gelb. Und dann wurde es jetzt so ein bisschen braunrot, gold. Und ich finde es eigentlich ganz nett. Ist mal ein bisschen was anderes. Und ich habe das zum Schriftzug ein bisschen, wollte ich das so ein bisschen imitieren. Das hat nicht funktioniert. Aber ich finde es trotzdem ganz nett. Ist mal ein bisschen was anderes. Ja, alle Produkte habe ich klein unten hingeschrieben. Aber ihr findet die Bilder zu den Produkten auch wieder auf Instagram. Vergesst nicht, beim Gewinnspiel teilzunehmen. Also jeder, der halt interessiert ist, sollte da mitmachen. Und ich überlege noch, ob ich am Freitag oder Samstag, entweder mit meiner Schwester oder alleine, einen Livestream mache. Und dann würde ich einfach mal so durch meine Abonnenten gucken und schauen, was ihr so macht. Falls ihr da Bock drauf habt, das könntet ihr mir vielleicht noch kurz in die Kommentare schreiben. Hättet ihr Lust drauf, dass ich mal gucke, was ihr so treibt, ob ihr YouTube macht oder Instagram, sonst schreibt mir das auch gerne unter dieses Video, dann könnte ich mich darauf ein bisschen vorbereiten. Das wäre mal ein bisschen was anderes und können wir so ein bisschen auch über euch schnattern. Wenn ihr es gut findet, schreibt es mir gerne in die Kommentare, da würde ich mich drüber freuen. Ich fände es ganz interessant. Von ein paar weiß ich nämlich schon, was sie machen. Und das würde ich gerne auch mit euch teilen. Na gut, ich hoffe, du hast einen wundervollen Tag. Pass gut auf dich auf. Pass bitte gut auf dich auf. Nimm keine Fremden mit nach Hause. Triff gute Entscheidungen. Und bis zum nächsten Mal am Montag mit Betty Page wünsche ich dir was.